Ja, meine lieben, sehr verehrten Zuschauer, damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Trends in Welt 5 der Tennis Spielters. Folge 5 dürfte das sein, hier auf dem Kanal. Ja, wir wollen heute nochmal ein Szenario auf der Strecke Frankfurt-Fulda-Kinzigtalbahn fahren, spielen. Und ich habe gedacht, wir machen da heute mal das Szenario, das dritte von den mitgelieferten, und zwar zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Eine DB-Vectron ist mit einer Störung liegen geblieben und braucht ihre Hilfe. Ja, das wollen wir heute mal angehen. Ist auch von der Schwierigkeit her eigentlich ganz machbar. Zwei Punkte. Dann gibt es hier noch eins mit der DB-Vectron: erwartete Verspätung und HNO-Herzfrequenzsteigerung. Ja, das machen wir dann die Tage. Ich würde sagen, wir machen heute mal das hier, weil das klingt ganz interessant. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Gehen das Ganze mal an und schauen, wie sich das darstellt, würde ich sagen. Los geht's. Dann schauen wir mal, was wir da so zu tun haben. Wahrscheinlich werden wir ein Schleppszenario spielen. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das klingt ja schon mal erst ganz gut. Sie haben bisher gute Arbeit geleistet, aber anscheinend gibt es in der Nähe von Frankfurt ein Problem. Halten Sie am besten am nächsten Bahnhof an und wir werden Sie über den weiteren Verlauf informieren. Ja, das werden wir auf jeden Fall tun. Müssen hier wahrscheinlich erstmal alles aufrüsten. Genau, dann stellen Sie den Hauptschlüssel auf ein. Genau, aufrüsten, das kennt man ja schon. Das ist hier jetzt kein. Das weiß man schon, wie es geht. So, Zugsicherungssysteme müssen aber trotzdem noch eingestellt werden. Und ganz richtig, die AFB, das machen wir über die Quickbar und gehen dann auf AFB, da drauf. Dann AFB, stellen wir das Ganze ein AFB. auf 40. So, das machen wir noch auf dunkel. Dann gucken wir mal ganz kurz nach die AFB und zwar kommen wir da Status Lock, glaube ich. Oder war das System? Ne, das ist. Ah, das ist die Länderwahl, die brauchen wir jetzt nur nicht. Die brauchen wir jetzt noch nicht. Wie ging das jetzt nochmal? Funktion war das, glaube ich. Genau, über Funktion kommt man auf die Einstellung. Aber die PCB ist schon auf O. Wunderbar. Dann haben wir das. Dann können wir loslegen. So. Wunderbar. Uns auch befreien. Dann fahren wir mit unserem Flixtrain erstmal 12 Kilometer bis Offenbach. Wunderschön, wunderschön. Die Sonne geht auch gleich unter, oder ich weiß es gleich, gerade so ein bisschen unter. So, nach wie vor 40. Das wird sich aber gleich schon erledigen. Ich bin 60. Sich verdrücken. Hier müssen wir noch mal quittieren, deswegen dürfen wir noch nicht schlaff fahren. Alles klar. Machen wir das. Oder auch nicht. Jetzt dürfen wir 60, da kommt eine E. Geschoben von der 146. Ich dachte eigentlich, wir fahren mit der Lok nur, weil wir eine andere Lok abschleppen müssen. Aber anscheinend bringen wir doch einen ganzen Zugverband dahin. Bin mal gespannt, wie sich das darstellt. So, machen wir mal ein kleines Foto.
Das sieht doch immer schön aus. So. Ach, schön, wie sich die Sonne drauf spiegelt. Einfach nur schön. Wunderschön. So, nach wie vor 60. Ach, die Brücke, das ist. Aber wir müssen ja eh schneller, die AFB schneller machen. Aber das ist halt, wenn man die Außenaufnahmen macht und dann über die Brücke fährt, das klappt leider nicht so gut, wie ihr gesehen habt. Dann, naja. C. Und du fährst gleich schon 160. Mehr dürfen wir mit dem Zug eh nicht fahren. Glaube ich nicht. Oder Flixtrain? Darf der schneller zu 160? Doch, glaub wohl, oder? Das ist ja kein normaler RE. Das ist ja schon Schnellzug. Oder Fernzug. Normalerweise dürfte man mit denen, glaube ich, sogar 200 fahren. Bin mir aber nicht 100% sicher, aber ich meine wohl. Ich weiß nur nicht, weil es sind ja normalerweise umgebaute oder umgebaute, sag ich schon, umgelackierte IC-Wagen. Von daher denke ich mir schon, dass wir da ein bisschen schneller fahren dürfen. Wie gesagt, so 100% sicher bin ich mir da nicht. Könnt mich gerne mal aufklären. Wieder ein RE. Fernzug hat man noch nicht. Na, ich glaube, schneller als 160, wenn wir jetzt die letzten 7, 7,5 Kilometer auch nicht mehr fahren. Würde auf jeden Fall sinnig sein, wenn wir da jetzt bei 160 bleiben, weil das macht jetzt eigentlich keinen Sinn mehr. Dafür ist einfach die Wegstrecke zu gering. So, zu meiner Tour gestern. Wir hatten eigentlich soweit. Alles störungsfrei habe ich da alles überstanden. Wir hatten eine kleine Verspätung von ja, einer guten halben Stunde. Das geht aber noch auf der Hinfahrt und auf der Rückfahrt. Auf der Hinfahrt eben wegen der Reparatur an der Weiche oben im Norden schon bei Hannover. Da hat der Zug sich die Verspätung eingefangen und konnte die dann bis runter in den Süden noch nicht mehr ausfahren. Und auf dem Rückweg hatten wir auch eine Verspätung von einer halben Stunde, guten halben Stunde. Aufgrund einer Verspätung eines vorausfahrenden Zuges. Aber alles in allem war das gestern wirklich eine sehr schöne Fahrt, eine sehr schöne Tour. Ulm ist wunderschön, ein wunderschöner Bahnhof. Ihr könnt es sehen auf meinem Kanal, wenn ihr da Bock drauf habt. Es war wirklich eine wunderschöne Tour, eine wunderschöne Fahrt und alles in allem wirklich störungsfreies. Muss ich hier wirklich sagen, also das war wirklich gestern sehr angenehm. So, gleich 60, dann sollten wir so langsam mal, weil wir mit Sicherheit gleich quittieren müssen. Es sind ja auch noch nicht 3 Kilometer, dann können wir eigentlich mal zumindest runter auf 80 gehen. Stetigen das Ganze noch. Dann lassen wir das System mal ein bisschen arbeiten hier. Zeitdruck haben wir ja keinen, von daher können wir da ruhig ein bisschen früher runter von der Geschwindigkeit, bevor wir uns irgendwie was einfangen hier von der PCB, die hier mit Sicherheit schon. Genau. Da haben wir es nämlich schon. Aber das sollte jetzt passen, ohne dass wir groß eingreifen müssen.
Ja, das passt. So, wieder befreien. Bleiben aber nach wie vor bei 80, weil wir gleich eh nur noch, oder weil 60 zu erwarten ist. Und das eh nur noch 1,3 Kilometer sind, dann können wir auch direkt schon runter auf 60 gehen. Vectron bremst eigentlich ganz gut mit der AFB, das funktioniert ohne größere Probleme. So, ein haltzeigendes Signal haben wir nicht zu erwarten, das heißt, wir können ruhig mit 60 einfahren. DCB beeinflusst sind wir auch nicht, dann fahren wir schön mit 60 an den Bahnhof heran, an den Bahnsteig. Was für ein Schaukeln. So, dann sind wir hier in Offenbach. Dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Vectron habe ich gestern in Ulm auch mehrere gesehen. An einem Güterzug war wirklich sehr, sehr schön. Einmal am Güterzug, einmal an umgebaute Münex, beziehungsweise ehemalige Münex. Kuppeln Sie sich hier mit Ihrem Personenwagen ab. Wir erklären Ihnen dann, was los ist. Okay, dann tun wir das. Machen wir aber diesmal ein bisschen eleganter, steigen dafür nicht aus, sondern gehen einfach auf die Außenansicht und dann entkuppeln wir uns hier. So. Stellen Sie den Bremshebel auf Vollbremsung. Das tun wir. Gute Arbeit. Sie müssen jetzt an einen liegen gebliebenen Güterzugverband ankuppeln, der direkt vor Ihnen steht. Sie müssen sich beeilen, denn er blockiert derzeit die Hauptstrecke. Wir werden schnell herausfinden, wo wir ihn hinstellen können. Auf geht's. Ich sehe noch keinen Güterzug, aber der wird wohl gleich irgendwo auftauchen. So, ach, 5,2 Kilometer, der gleich vor Ihnen auftauchen wird. Ich denke, der steht da vorne irgendwo. Oder fahren wir noch 5 Kilometer? Das ist Frankfurt, ich fasse es nicht. Ja, okay, dann machen wir das halt. Ich habe gedacht, der steht da irgendwo, weil der direkt vor Ihnen steht, stand da in dem Text. Ja, 5 Kilometer entfernt. Warum haben wir jetzt den Zugverband mit nach Offenbach genommen? Aber gut, vielleicht wird sich da gleich eine andere Vectron dran setzen und den Zug dann weiterfahren bis Frankfurt. Das kann natürlich möglich sein. Ich weiß es nicht, aber würde ich jetzt mal tippen, weil alles andere macht irgendwie keinen Sinn, ja? Da leere Waggons einfach hinzustellen, weil leer werden die mit Sicherheit sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da Fahrgäste drin sind. Aber das ist auch nur meine Meinung. Ja, schon witzig manchmal die Beschreibung hier, die Szenario-Beschreibung da im Spiel. Der Güterzug, der direkt vor Ihnen steht. Ja, in Frankfurt direkt vor mir, 5 Kilometer entfernt. Und 40. Wer weiß denn, wo die Strecke dahin geht? Wer kann mir das sagen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Was kommt da? Das sieht nach einem Güterzug aus.
Es ist aber nicht hier liegen geblieben, ne? Oh, wir haben gleich rot. Hey. Was hat das denn wohl zu bedeuten? Achso, das ist das rote Signal, bevor wir zum Güterzug fahren. Ja klar, 1,5 Kilometer, dann passt das. So, die machen wir noch 80, lässt sie sich verdrücken. Ich muss hier equitieren. So, schön die Bremskurve ausnutzen auf unter 45. Und da sehen wir da vorne das Ziel, das da so leicht bläulich ist. Und dann rollen wir hier mal geschmeidig auf den Punkt und sehen, was passiert. Sehr schön. Stellen Sie das Führerbremsventil auf Vollbremsung. Das tun wir. Ach, wahrscheinlich sollen wir den Führerstand wechseln. AFB. Will ich jetzt mal tippen. AFB. AFB. Okay. Begeben Sie sich zum anderen Führerstand. Aber natürlich müssen wir dadurch, können nicht durch den Maschinenraum, also machen wir das so. Darf ich mal mithören? Oh ne, Schlager ist nicht so meins. So, steigen wir ein. Stellen Sie den Hauptschlüssel auf ein. So. Zugbeeinflussung. AFB, AFB, AFB. So, dann würde ich sagen, los geht's. Ja, wie die AFB gestellt haben, beziehungsweise bestätigt haben. Jetzt geht's nicht. So, dann bin ich mal gespannt, wo der Güterzug jetzt steht, der da seine Probleme hat. Zugbeeinflussung.
So, wir bleiben bei 40, weil der eine Kilometer, das bringt es, glaube ich, nichts da zu beschleunigen. So, mal wieder ein rotes Signal vor uns. Aber ich habe den Güterzug immer noch nicht gesehen. So, wir fahren jetzt hier den. Ah, jetzt fahren wir hier runter. Wir kamen vorhin von rechts die Kurve da entlang. Und jetzt fahren wir hier runter. Sehr schön. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Kontaktieren Sie das Stellwerk, um Zugang zum Zugverband zu erhalten. Ich dachte, eigentlich schade, ich dachte, der spricht jetzt, aber nein. Die war leider nicht so. So, dürfen wir. Er hat uns ja eigentlich gesagt, wir dürfen drüber. Dann tun wir das. Wir speichern trotzdem mal ab, weil ich habe schon im CSW alles erlebt. So. Dann wollen wir mal. So, Befehl 40 haben wir jetzt gedrückt. Und schon war der 500 Hz-Magnet nicht mehr aktiv und wir hatten keine Zwangsase. Also habe ich doch diesmal alles richtig gemacht. Jetzt haben wir beide Seiten weiß, wie geil. Haha. So, der müsste sich ja jetzt gleich da irgendwo. Da vorne steht er. Man kann ihn schon so leicht erkennen. So, der Grund, warum ich hier mit gut 20 km/h durch die Gegend tucke, ist zum einen der, wir befinden uns ja derzeit auf einer Rangierfahrt. Und zum zweiten fahren wir in einem Zugverband heran. Und deswegen fahre ich hier mit 20 km/h. Und wir fahren auch noch auf ein rotes Signal zu. Wobei das erst hinter dem Zugverband ist, aber trotzdem, es macht schon Sinn, dass man hier langsam an die Wagen fährt.
So. Würde ich sagen, machen wir das jetzt professionell. Etwas zu früh. Ich will auch nicht zu schnell dran. Das passt. Das passt. Besser kriegen wir es nicht hin. So. Gute Arbeit. Bringen Sie ihn nach Hause. Das tun wir. So, wahrscheinlich eh wieder den Führerschein wechseln. Na komm. So, ein paar Fotos hier. So, Vollbremsung. Machen wir erstmal wieder die AFB aus, würde ich sagen. So, die ist aus, ne? AFB, Ich glaube wohl. AFB, AFB. So, dann dürfen wir wieder laufen. Hier machen wir mal eben die Lichter aus, würde ich sagen. So. Da steigen wir jetzt vorher erstmal nicht aus. Das ist bestimmt der Flixzug, den ich da in Offenbach abgestellt habe. Mit Sicherheit. Das war der. Zu 100%. Das war der zu 100%. So. Egal, lassen wir es an. So, schnell wieder einsteigen, bevor wir gleich überfahren werden. Wobei, kann der das sein, ist die Frage. Wir sind ja jetzt anders gefahren. Ich müsste ja normalerweise dann von rechts da kommen, von dem Abzweig. Aber naja, lassen wir das. Zugbeeinflussung. Genau. Ach so, einschalten wollen wir das. So. Zugbeeinflussung. Dann die AFB wieder einstellen. Und zwar Quickbar. AFB, AFB, AFB. So, dann dürften wir soweit sein. Nächster Halt, Frankfurt wahrscheinlich. Ja, Frankfurt Süd. Wunderschön. Ach, guck mal, da hängt die Lok noch hinten dran.
Eine andere Vectron. Ach, sehr schön. Doppelte Vectron Power. Sehr geil. Schön im Sandwich. So, wir dürfen immerhin, ich glaube 100 sollte man dürfen mit dem Güterzug. Würde ich mal so sagen. Tieren. Zugbeeinflussung. Aber hier wahrscheinlich. Zugbeeinflussung. So, 2 Kilometer noch bis Frankfurt Süd, Nebengleis 11. Zugbeeinflussung. Da steht der Flixtrain, der uns gerade geholt hat. Ach, sehr schön. So, damit wir Gleiswechsel haben. Ja, das sind die 60. Da war der 500er. Ja, ich weiß warum. Ich weiß warum. Ich weiß warum. Weil rot 500 Hertz Magnet unter 45. Ja. Ja, ich weiß, alles gut. Das war jetzt meine Schuld. Da habe ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht dran gedacht in dem Moment. Da habe ich nicht dran gedacht, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, passiert halt. So. Das passiert halt. Kommen. Das war komplett meine Schuld. Da habe ich nicht dran gedacht. Sicher, 500 Hertz Magnet unter 45. Ist klar, das ist logisch, ja. Ach ja, was man nicht im Kopf hat.
So, das sieht das Ende des Szenarios. Sagen wir, raus kommen wir hier nicht mehr. Wir könnten jetzt höchstens hier noch abrüsten. AFB. 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 Gute Arbeit, Sie haben uns heute wirklich gerettet. Machen Sie sich keine Sorgen um Ihre Personenwagen. Wir haben sie von einer anderen Lokomotive abholen lassen. Ja, habe ich mir nämlich schon gedacht, dass sich da eine andere Lok versetzt. So, das wird es dann wohl gewesen sein. Genau, haben Diamant erhalten, das ist doch sehr schön. Geschwindigkeitsüberschreitung haben wir überhaupt nicht gehabt, das ist auch schön. Das heißt, wir haben volle Punktzahl erhalten, kein Abzug. 6.659 Punkte, das ist doch sehr schön. Ja, das war das Szenario zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit der DBBR 193 Vectron in Flixtrain Lackierung, oder wie sie hier heißt, BR193 Vectron FT für Flixtrain auf der Strecke Frankfurt-Fulda-Kinzigtalbahn im TSW 5. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann macht wie immer gar nichts. Wir können ja mal ganz kurz noch in die Szenarien gehen, wenn ihr Bock habt. Können wir uns ja mal so ein Szenario für das nächste Mal aussuchen. So. Genau. Nein, nicht Fahrplan. Szenarien, so. So, die beiden haben wir jetzt. Die drei eigentlich schon. Genau. Drei Stück. Wir können ja nächste Mal. Ah, Fixtrain hatten wir jetzt. Eventuell was mit der 114 machen. Eine Lokomotive ist ausgefallen und ihr Zugverband muss in Betrieb genommen werden. Nehmen Sie eine Lokomotive von den Abstellgleisen und beenden Sie den Dienst. Das hört sich doch auch gut an, würde ich sagen. Das machen wir dann vielleicht in einem der nächsten Videos. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen sehr schönen Sonntag. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit, habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Wäre schön, wenn ihr in einem der nächsten Videos wieder mit dabei seid. Lasst Feedback da. Würde mir auf jeden Fall sehr helfen. Schaut euch die Kanalmitgliedschaft an. So unterstützt ihr mich und meinen Kanal. Ja, was soll ich noch sagen? Schön, dass ihr dabei wart. Habt recht herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Euer Dedenne Spieters. Haut rein. Ciao. Servus. Und tschüss.